Hallöchen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von White Day. Ich bin ehrlich gesagt ziemlich verzweifelt. Ich habe keine Ahnung, wie wir hier dem Hausmeister aus dem Weg gehen sollen. Aber naja, mal schauen. Ich habe nochmal in die Dokumente reingeguckt. Ich habe noch überlegt. Moment, ist das die Maus? Ich packe die mal zur Seite. Das ist mir ja noch nie passiert, dass die da mitten im Bild ist. Ich habe überlegt. Also, hier steht ja, wenn der Stromschalter im Schaltraum angeschaltet wird, während die Beleuchtung bestimmter Klassenzimmer angeschaltet ist, kann es zu Schäden an der Beleuchtung kommen. Aber ich weiß halt nicht, ob Schäden an der Beleuchtung in der Mitte gemeint sind. Unter der mittleren Brücke im zweiten Stock die Lampeninstallation, weil das wäre ja eigentlich cool, weil wir wollen ja eigentlich, dass die kaputt geht, glaube ich, damit eben der Schlüssel runterfällt, ne? Von daher bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher. Moment. Ob wir nicht versuchen sollten, also erstmal Beleuchtung anzumachen und dann die Nummern 1, 5, 18, 12 anzumachen und dann den Stromschalter anzuschalten. Wisst ihr, was ich meine? Also ich weiß halt nicht, ob das funktioniert, aber wäre das nicht ein Plan? Also, dann nehme ich die mal und mache erstmal wieder Licht. Und dann mache ich mal in der Reihenfolge 1, 5, blabli, blub, blub. Wie war das? 1, 5, 8, 10, 12. Die Frage ist, wo sind die Zahlen dran? Da steht ja nur A. Oder vielleicht auf der Map? Wartet mal. Ach so, das hier oben sind sowieso ganz andere Zimmer. Räume, nicht Zimmer. Wo ist der Hausmeister eigentlich hin? Ich meine, nicht, dass ich mich nicht freuen würde, dass er momentan nicht in der Nähe zu sein scheint, aber... verdächtig. Okay, ich muss erstmal eins runter. Vorher wird es mir, glaube ich, nicht angezeigt. So. Ah, okay. Das könnte tatsächlich funktionieren, wobei ich in 12 ja nicht reinkomme. Oh, doch. Ach so, ich war wegen dir noch nicht drin. Okay. Also... Wie war das? Oh, Hilfe. Also, dann muss ich wahrscheinlich jetzt einfach eins tiefer. Also, ich nehme fast an, dass das so sein könnte. Dass ich das jetzt einfach in der Reihenfolge anmache. Der ist irgendwie weg. Zum Glück. Vielleicht weiß das Spiel auch, was ich gerade vorhabe und denkt sich, das wäre ein bisschen krass. Okay, also. Ich habe schon wieder vergessen, aber auf jeden Fall fängt es mit 1 an. So, dann können wir ja erstmal darüber gehen. Vielleicht verschwindet dann... Ich weiß auch nicht. Ich komme doch gar nicht so schnell an den Lichtschalter in den Räumen, wo das Viech drin ist, oder? Oh, da unten. Die sind ja lose. Hm. Also, 1. Okay, es ist nicht hier. So. Also. 1. Jetzt habe ich hier... in der 1 Licht gemacht. Okay. Jetzt muss ich leider schon wieder gucken. 1, 5. Okay, 5 ist da gegenüber. Das in der Mitte. Oh, oh, er ist hier irgendwo. Wo denn? Hii, shit! Nein! Oh nein! Wie kann ich denn jetzt vor ihm fliehen? Ich habe hier gar keine Toilette. Das ist aber schlecht. Hat er vergessen, wo ich bin? Ach, verflixt. Okay, ich drehe mal eine große Runde um ihn rum. Ich hoffe, dass... Oh, seht ihr das? Da war eben Kasten. Den hätte ich ganz gerne, muss ich schon sagen. Er ist ganz panisch. Ich glaube, er ist auch direkt hinter mir. Er ist so schnell, er ist so verdammt schnell. Da, da, da. Ich dreh einfach Runden. Ich dreh einfach Runden. Na, 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 na. Ich mach einfach schnell mal an. Uah. 1, 5. 8. Ja. 1, 5, 8. Moment. 1, 5, 8. 10, 12. 10, 12. Hier ist das. La, la, la. Ich
dreh einfach eine Runde und noch eine Runde. Hii. 11. Oh, ich bin langsam exhausted. Wo zur Hölle ist 12 überhaupt? Ach, da war es. Habe ich voll verpasst. Das ist jetzt scheiße, ne? Jetzt sind wir ein bisschen gefangen hier. Oh, ey, das gibt's nicht. Ah! Ich weiß nicht, wo ich jetzt noch hin soll. Es gibt keinen Ausgang mehr für mich. Ich muss mich jetzt einmal treffen lassen. Okay. Moment. Ich nehme mal kurz eine Beruhigungspille. Okay. Ich verstehe echt nicht, wo wir uns verstecken sollen. Ich verstehe es nicht. Wow. Okay, ich versuche jetzt einfach mal, ich weiß auch nicht, in irgendeinen Raum zu gehen. Ich weiß es einfach nicht. Ich weiß nicht. Verflixt, das funktioniert leider nicht. Oh Mann, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich verstehe das nicht. Es muss doch irgendeine Möglichkeit geben, dass er einen vergisst. Oder? Oh. Nein, nicht ernsthaft. Er sieht mich gerade nicht hinter diesem Tisch. Ich meine, ich habe nichts dagegen, aber es ist ziemlich blödsinnig. Ich bewege mich nicht, ich bleibe hier. Ey, wie lange guckt er denn noch? Oh, bitte, bitte. Ich bin nicht hier. Ich bin nicht hier. Geh bitte. Oh, Gott sei Dank, er geht. Oh, super, er geht rechts lang. Das heißt, ich komme da nicht vorbei. Wo sind wir denn gerade? Mann, das war ja nervenaufreibend. Ah, hier komme ich aber auch hoch. Nee, gar nicht. Na doch. Oder? Nee, hier geht's runter, nehme ich an. Auf der anderen Seite geht's hoch. Oh, ich warte erstmal kurz. Okay, also die Lichter hätten wir jetzt alle in den betreffenden Räumen an. Jetzt ist die Frage, ob das dann funktioniert, wenn ich dann die Sicherung reinmache und dann Strom anschalte. Mal gucken. Wenn nicht, weiß ich auch noch nicht genau, wie es weitergeht. Wenn nicht, muss ich vielleicht nochmal mit eingelegter Sicherung im Stromding probieren? Ich weiß auch nicht. Gar nicht so einfach, ey. Gar nicht so einfach. Aber soll ja auch nicht einfach sein, das Spiel, ne? Obwohl, ich hab's auf einfach gestellt. Sauerei, es müsste einfach sein. Ah, kann der mal verschwinden. Ah, ich könnte mal uns heilen. Nee, das war jetzt falsch. Rucksack. Einmal Sojamilch, das reicht. Ich fasse es einfach nicht. Ich habe mich einfach nur hinter einen Stuhl gesetzt, hinter einen Tisch. So, wo ist er denn? Oh Gott. Wieso ist das hier auch abgesperrt? Das dauert jetzt 100.000 Jahre, bis ich weiter hochkomme. Ah, weil da Licht an ist. Da guckt er jetzt jedes Mal rein. Na, super toll. Ja, ich muss still sein, weil er mich sonst vielleicht hört. Oh, komm schon. Schnell. Schnell. Lauf, lauf, lauf. Geh, 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 geh. Moment, aber da muss Licht angemacht werden. Nein, sag bloß, das wurde resettet. Hii! Oh nee. Nein, bitte nicht. Ich hatte das doch alles so schön angestellt. Oh. So ein Mist aber auch.
Und jetzt ist er schon wieder da. Na toll. Jetzt wird das nicht mehr gehen. Oh. Hört er mich, wenn ich hier oben renne? Er soll wieder verschwinden. Das war so schön gewesen. So. Ja, jetzt wird es nicht funktionieren. In der 12 war ja kein Licht an. Vielleicht hatte ich es auch nicht mehr geschafft. Tja. Möglicherweise muss sowieso Strom an sein. Ich bin mir nicht sicher. Wo ist es denn? Ach nee, bei Schulunterlagen, ne? Okay, wenn der Stromschalter im Schaltraum angeschaltet wird, werden die... Okay. Ich glaube eher, dass es wirklich während Licht hier an ist, gedrückt werden muss. Aber es wird jetzt nicht funktionieren. Nee. Weil ja nicht alle an waren. Die hätten an sein müssen. So eine Mieste. Au. Ich versuche es jetzt einfach nochmal im Quick-Modus. 1, 5, 18, 12. Okay. Weil ich weiß nicht, ich... Oh, jetzt bin ich aber einen Umweg gegangen, ne? Das hätte ich mir leichter machen können. 1, 5, 8, 10, 12. So. Das ist so ein langer Weg. So ätzend. Also. 1. Das war doch 1, oder? Jetzt muss ich nochmal kurz gucken. Nein, das war 3. Okay, ich muss bei 1. Ah, hier ist noch an. Oh, da ist ein Zettel. Verschwörerische Notiz. Als ich ins Büro des Vorsitzenden ging, sah ich einen Tresor. Das Passwort besteht aus Zahlen, Symbolen und Bildern. So etwas habe ich in der Schule schon einmal gesehen. Wie dem auch sei, wer einen Tresor besitzt, der bewahrt auch Geheimnisse. Wir sollten am Montag darüber reden. Okay. 1. Das ist 5, ne? Ja, hier ist noch an. 1, 5. Hier ist 8, oder? 1, 5, 8. Uah! Geh auf! Und da ist 10. Und da ist... dahinter ist der 12er. Okay. Ich bin so erschöpft, ich kann einfach nicht mehr rennen. So ein Mist, so ein Mist, so ein Mist, so ein Mist. Aber ich wollte es ja so, ich wollte es ja so. Ich will halt einfach wissen, ob das hier korrekt ist, was ich denke oder nicht. Deswegen werde ich jetzt kurz... Nee, das war jetzt falsch. Einmal Beruhigungspille, einmal das. Ich glaube, es ist nichts passiert, oder? Ich glaube, das, was ich mir gedacht hatte, hat nicht funktioniert, leider. Oh Mann. Aber dann bin ich mir jetzt ehrlich gesagt ziemlich unsicher, was wir als nächstes machen müssen. Oh, was war das denn für ein Geräusch? Okay, Verbandskasten. Ja, aber das hier geht nicht auf. Und wieso sind hier so Geräusche? Tanzstudio. Musikzimmer. Das hatten wir doch auch schon ausprobiert, oder? Hier reinzukommen? Oder bilde ich mir das ein? Ah, hier war eine Karte notwendig. Das ist das Problem. Ah, wir kommen aber ins Musikzimmer. So ein Scheiß. Okay, ich mach mal zu. Oh, wow. Okay, das war ja bisher dann eine sehr ergiebige Folge. Finde das Yin-Yang, das sich in der Schule befindet, um Licht ins Dunkle zu bringen. Meine Güte, habe ich Probleme, ey. Okay, irgendwie geht der gar nicht. Ich mach mal Licht an, aber da ist leider jemand. Und diese Person sieht nicht normal aus. Ich sehe nichts, es ist zu dunkel.
Was? Das darf nicht wahr sein. Wir sind gestorben. Endlich komme ich mal weiter. Das gibt's ja nicht. Okay, Oh, das ist nett. Okay. Hier haben wir eine verschlossene Kiste wieder. Hier haben wir Lautsprecher. Das ist ja nett, aber, kann ich ihr fernbleiben weitestgehend, vielleicht? Nein, 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 nein! Oh, ich möchte nicht... Okay, also er kritisiert an dieser Situation, dass es zu dunkel ist. Das scheint ihm nicht zu gefallen. Kann ich durchaus verstehen. Aber wieso passiert das? Oh Mann. Das ist ja mal ätzend. Ich glaube nicht, dass ich an ihr vorbeikommen kann. Vor allem komme ich nicht zu dem Kassettenrekorder da. Leider funktioniert der Schalter nicht, obwohl es so aussieht, als könne er durchaus funktionieren. Aber er will einfach nicht. Wahrscheinlich muss ich da ran. Okay. Dann schauen wir mal, ob hier unten noch was ist. Was doch noch aufgeht. Ach, da unten ist der Schalterraum. Ach, all diese Erkenntnisse innerhalb kürzester Zeit. Oh, okay. Das ist die Okkultismus-AG, glaube ich. Ja. Das ist sie. Da ist ein Zettel. Himmelsmandat-Schriftrolle. Als das Chaos erstarkt, wandelt sich der Lauf von Sonne und Mond für jedes Land und Panik quellt hervor. Aus diesem Trubel soll ein wahrer Mann hervortreten, um die Zeit einem einzigen Standard zu unterwerfen. Nur dann wird der dunkle Fluss überquert und das Heiligtum erreicht werden. What? Okay. Ein Schrank, der mal wieder nicht aufgeht. Da ist nochmal ein Zettel. Namenloses Dokument. Dort, wo der Neubau steht, gab es früher einen Teich. Natürlich gab es Gerüchte, dass der Teich von Geistern heimgesucht war. Der örtlichen Legende nach war der Teich verflucht und die Seelen der darin Ertrunkenen waren darin gefangen. Nur indem sie ein anderes Opfer in den Teich zerrten, konnten die Seelen entkommen. Darum waren die Geister am Teich blutdurstiger und töteten mehr Menschen. Wenn es am schlimmsten war, fiel dem Teich jeden Monat ein Leben zum Opfer. Die Schule warnte die Schüler vor dem Teich, doch die Ertrinkungsfälle ließen nicht nach. Einige wollten den Teich trockenlegen, doch der Vorsitzende war stets dagegen. Er sagte, der Teich sei dem Feng Shui zuträglich. Also wirklich, wie wichtig ist Feng Shui, wenn Menschen sterben? Nun, das sollte ich später herausfinden. Aufgrund der Proteste wurde schließlich beschlossen, den Teich zu füllen. Doch bereits am ersten Tag der Arbeiten starb einer der Bauarbeiter an einem Herzinfarkt. Danach hielt die Schule jedes Jahr ein Reinigungsritual für den Teich. Nach einiger Zeit wurde schließlich der Neubau an die Stelle gesetzt, an dem sich der Teich befunden hatte, und die Rituale wurden ausgesetzt. In letzter Zeit nehmen die Gerüchte über die Geister jedoch wieder zu. Es heißt, ein durchnässtes Mädchen in einer alten Schuluniform würde gelegentlich im Geschichtsraum erscheinen. Sie muss eine derjenigen sein, die im Teich ertrunken sind. Ihr fragt euch vielleicht, warum ein Geist aus einem Teich erscheinen sollte, den es gar nicht mehr gibt. Es ist nicht leicht zu erklären, doch diese Welt und die Unterwelt existieren am gleichen Ort. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass Menschen und Geister denselben Ort bewohnen, sich jedoch, aus Mangel eines besseren Wortes, in einer anderen Dimension befinden. Man könnte es mit Radios vergleichen, die alle auf einer anderen Frequenz senden. Deswegen können Menschen und Geister einander nicht beeinflussen. Selbst wenn also in dieser Welt ein Gebäude an die Stelle des Teiches gesetzt wird, ist der Teich in der Unterwelt immer noch da. Heute möchte ich die Wahrheit ans Licht bringen. Deshalb habe ich die Okkultismus AG gegründet. Die Lehrer hassen sie. Sie sagen, ich verschwende meine Jugend. Doch auch wenn manche Leute meine AG seltsam finden, ist sie kein Witz. Wir untersuchen übernatürliche Phänomene, für die die Wissenschaft keine Antwort hat. Unser oberstes Ziel ist dabei natürlich, einen Geist aufzuspüren. Doch durch pures Glück habe ich eine L-Stange in meinen Besitz gebracht. Diese soll magische Kräfte besitzen. Ihr Finder hat mir gesagt, sie könne Geister aufspüren und auch als Wünschelrute eingesetzt werden. Oho, wo ist die denn? Die hätte ich ganz gerne. Oh! Ein Bild des Pentagons in Washington, D.C. Oh, irgendwas war ja mit den Bildern. Da ist schon wieder YD. Und ich kann schon wieder die Uhrzeit einstellen. Oh, oh, Mann, Mann, Mann. Es wird sehr, sehr kompliziert, habe ich das Gefühl. Oh, da ist nochmal was. I want to believe.
Untersuchung der Yin-Yang-Marke. Die Yin-Yang-Marke wird im Daoismus verwendet und besitzt einen bronzenen Spiegel in ihrer Mitte. Sie besitzt die Macht, das Böse zu vertreiben und die Wahrheit zu enthüllen. Ah, das brauche ich gegen den Geist. Die Yin-Yang-Marke ist achteckig und mit 8 Trigrammen versehen. In der Mitte befindet sich der Spiegel und auf dessen Rückseite das Yin-Yang-Symbol. Das Symbol erscheint gelegentlich in der Popkultur. Wird die Marke mit Energie aufgeladen, kann es diese entfesseln, um das Böse zu vertreiben oder zu zerstören. Das vom Spiegel reflektierte Licht soll denselben Effekt besitzen. In unserer Schule wird auch eine Yin-Yang-Marke im Geschichtsraum ausgestellt. Okay. Dann werden wir da wohl hingehen. Aber ich gucke hier noch kurz. Hier kommen wir auch rein. Mann, diese ganzen Räume habe ich einfach voll ignoriert. Ah, hier ist ein Automat. Aber ich glaube momentan brauchen wir nichts. Was haben wir hier? Okay, das scheint die Mensa zu sein. Oh, eine Snackbrotdose. Danke sehr. Kann man das da nehmen? Hä? Okay. Ich weiß nicht, was das bringen sollte. Ist irgendwo was an die Wand gehängt? Sieht eigentlich nicht so aus. Wieso konnte ich das tun? Aha. Ich weiß nicht, vielleicht muss man super mega lang warten und irgendwann passiert was. Aber da ich es nicht weiß, möchte ich jetzt eigentlich nicht super mega lang warten. Okay. Und hier hätten wir noch... Aha, da kommen wir nicht rein, glaube ich. Okay, seltsame Musik. Dann versuche ich nochmal im Geschichtsraum nachzusehen. Da soll eine Yin-Yang-Marke sein. Ach, wir kommen hier nicht mehr lang? Hä? Büro des Vorsitzenden. Aber da ist doch sogar so ein Symbol, das mir, glaube ich, sagt, dass ich da hin soll, oder? Ach, da hinten ist der Schalterraum. Da ist der Schalterraum. Wie war das? Schulunterlagen. Wenn der Stromschalter im Schaltraum. Das wird er sein. Aha. Wahrscheinlich brauche ich auch erst noch eine Sicherung. Kann das sein? Eine fürs Licht und eine für den Strom. Weil ich meine, ich muss ja beides... Also ich muss ja die Lichter anmachen können und dann... Naja. Ich weiß auch noch nicht. Moment. Ich gucke nochmal auf die SMS. Im Musikzimmer und Sprachlabor werden Kassettenrekorder desselben Typs eingesetzt. Ihre Teile sind untereinander... Ja, ich komme aber nicht ran. Das ist das Problem. Du brauchst ein Hilfsmittel, das dir den Weg über das Wasser weist. Sieh dir die Uhr und die Bilder genau an, dann wirst du es finden. Oh! Folge der Musik des Toten, wenn du zu ihm gelangen willst. Sieh dir die Uhr und die Bilder genau an, dann wirst du es finden. Die Uhr und die Bilder. Ja, hier ein Pentagon, also 5, ne? Würde ich sagen. Also, wäre jetzt so meine Vermutung. Wegen fünfeckig. Sind doch 5, oder? 1, 2, 3, 4, 5. Ja, okay. So, die hätten wir jetzt auf 5 gestellt. Und sonst weiß ich auch nicht so genau. Hier war ja kein Bild, ne? Nee. Und da unten komme ich nicht rein. Außer ins Musikzimmer, aber da ist es ja gefährlich. Und zurück komme ich scheinbar momentan nicht. Okay, was ist hier? Gruselige Geräusche. Komme ich hier darüber? Ich gucke mal, ob ich da reinkomme. Ja. Okay, dann gucke ich hier mal. Alter, dieses Geräusch wird immer lauter. Ich mag das überhaupt nicht. Ey, es ist super creepy gerade. Ach, von hier aus komme ich da hin. Okay, dann gehe ich von hier aus jetzt da runter. Es hört sich an, als würde jemand mit seinem Stuhl knarzen oder so. So. Was ist hier mit dem Geschichtsraum? Hier ist die Yin-Yang-Maske, ne? Wo ist sie denn? Wo soll sie denn sein?
Die Yin-Yang-Marke, so war das. Okay. Hier ist sie nicht. Sie ist doch im Geschichtsraum, oder? Habe ich mir das jetzt eingebildet? Ah, Mann, Mann, Mann. Da wird mir angezeigt, dass ich da hin soll. Hier hin. Genau hier. In dieses Gebäude rein quasi. Aber das geht ja leider nicht. So, ich hatte eigentlich eben schon die Aufnahme beendet und dann habe ich im Schnittprogramm gesehen, dass ich was ganz Wichtiges übersehen habe, nämlich, dass wir hierfür ja die Karte haben. Oh Mann, ich stand sogar davor und habe es nicht gemerkt. Das muss ich unbedingt noch in diesem Video machen. So. Oh, die rote Schlüsselkarte. Sie wird uns so viel ermöglichen, aber ich habe ein bisschen Angst. Weil das ist ein Spiegel und irgendeine Geschichte hatte was mit einem Spiegel zu tun. Ich sehe nichts, es ist zu dunkel. Ah, hatten wir nicht eine CD? Ja, haben wir. Tolle Musik. Okay, irgendwas müssen wir tun. Ui! Ach, wenn das eine bestimmte Frequenz ist, da war doch was. Oh. Aber welche? Nein. Ich weiß nicht, welche Frequenz. Ah, okay, ich muss die imitieren, die im Spiegel ist. Ah. Verflixt, er ist so schnell im Umschmeißen der Dinger. Jetzt. Oh, es ist erst einmal. Okay, Moment. Ich muss nochmal. Hey, 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 hey. Okay. Nein. Whee! Verdammt. Lass mich in Ruhe. Oh je, da ist wieder das hingefallen. Ja, das hat wieder geklappt. Okay, zweimal. Okay, 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 Moment. Ich nehme noch mal was. Vielleicht nehme ich sogar eine Snackbrotdose. Okay. Ah! Hilfe! Wo sind die? Okay. So. Oh, geil. Vielleicht reicht dreimal schon. Wow. Ist das gut? Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Aber... komme ich da jetzt... Ah! Wow, das ist ja creepy. Ich komme jetzt in die andere Ebene rüber. Ja, wie geil. Wir haben eine rote Schlüsselkarte. Und was ist das? Ah, 50 Gramm Gewicht. Okay. Es war eine schwierige Geburt, aber wir schafften es. Ist das nicht schön? Oh, ich kann sie wieder mitnehmen. Och nö, jetzt ist der da. Das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Was habe ich jetzt? Oh, jetzt habe ich Geschichtsraum als Ziel und Bibliothek 1 auch als Ziel. Ach, ganz oben. Okay, ja gut, jetzt habe ich ja die Schlüsselkarte, ne? Ist natürlich schon schön jetzt. Komme ich hier überhaupt raus? Wahrscheinlich nicht, weil das ja gar keine echte Realität ist sozusagen. Rucksack, ich brauche leider nochmal was zum Heilen. So. Oh. Och, nö. Nö, 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 nö. Das ist aber jetzt richtig scheiße.
Er sieht mich wieder nicht. Das ist so lustig. Oh Mann, hinter dem Stuhl ist man sicher. Na gut, dann laufe ich jetzt nur noch hoch und dann speichere ich da oben nochmal an der Tafel. Und dann sind uns ja alle Wege offen, beziehungsweise einige neue Wege. Und dann erschließen sich vielleicht auch einige der Rätsel, die uns vorher unklar waren. Och nö. Oh Gott. Bitte geh einfach. Geh. Es ist so unrealistisch, dass er mich nicht sehen kann. Auf der Toilette war das ja okay irgendwie, aber hier? Ich müsste ja so dünn sein wie ein Strich. Voll das Ballett hier. Hausmeister-Ballett. Nur für dich. Bist jetzt fertig? Er guckt gerade noch argwöhnisch ein bisschen umher, aber er denkt sich jetzt, okay. Okay, wo bin ich denn jetzt überhaupt? Gar nicht so schlecht gelegen. Ich möchte ja eigentlich ganz gerne nach oben, aber... Oh Moment, er kommt ja da hinten noch vorbei. Außer er geht die Treppe hoch. Dann habe ich ihn noch länger an der Backe. Sieht fast so aus, hä? Ich sehe nämlich sein Licht nicht in diese Richtung strahlen. Nee, er geht nach unten. Das ist ja mega cool. Geh weiter, geh nur, geh. Ich gehe ganz langsam hier hoch. Sodass kein Verdacht entstehen kann. Okay. Okay. Oh, da ist wieder unsere Freundin. Ich glaube, dann kaufe ich hier jetzt mal noch ein paar Sachen. Das sollten wir vielleicht jetzt wirklich mal tun. Also, 1, 2, 3. Dann hole ich einmal das. Okay. Und dann hole ich nochmal eins davon. Okay. Dann fühle ich mich erstmal ein bisschen sicherer. So. Und dann geht's jetzt nach oben. Und dann probieren wir gleich alle Türen aus. Da freue ich mich schon drauf. Ich liebe neue Türen aufmachen. Guck mal, hier können wir jetzt aufmachen. Und was? Wieso? Oh, okay. Ah, okay. Hier speichern. Ah, na gut, ihr Lieben. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge von White Day wieder. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Nein, da kommt er.